Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sims 4 hier bei Heisenberg zockt. Fast aus dem Haus rausgefallen. Nee, wäre nur die Küche gewesen. Ja, da ist sie, unsere Jessie. Ganz neu, also neu. Teenager. Herzliche Gratulation nachträglich. Was machst du? Geht raus, okay. Die Mama putzt. Oh, Besuch. Ach, der ist ja immer noch da, genau, stimmt. Sie geht ein bisschen schwimmen, das ist doch schön. Der Besuch in der Badehose, der läuft ein bisschen durch die Wohnung und benutzt jetzt wahrscheinlich den PC. Ja, was sonst? Und die machen hier... kann ich hier eigentlich... Moment. Ja, dann haben wir sie wieder ganz weg. Irgendwie, warum gehen denn die Wände nicht mehr weg, wenn ich durchgehe? Jetzt gehen sie wieder. Okay, war wohl was falsch eingestellt. Wir kontrollieren mal. Mama geht's gut, Papa geht's gut, die gehen alle raus. Und Jessie geht's auch gut. Was macht denn jetzt hier draußen? Alle ein bisschen baden? Naja, ist ja schön, wenn sie ein bisschen die Natur genießen. Hier können wir zumachen. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt machen wir den oberen Stock. Ganz klar. Mit $900. Das wird lustig. Nein. Ich werde gleich was zeigen. So. Mal gucken, ob wir die Wände schon hinkriegen. Also Baumodus wäre hier. Dann einmal Wände. Okay. Dann können wir das mal vollenden. Zack. Das noch hier hin. Und dann werde ich sowas von meinem Bauwahn und Bastelwahn frönen. Nämlich mit einem Cheat. Einem Geld-Cheat. Findet ihr im Netz. Ist ganz einfach. Ich muss jetzt aber mal gucken, ob der hier tatsächlich funktioniert. Das war so. Dann diesen. Die Konsole öffnen. Und jetzt müsste man eingeben. Mörder. Load. Und dann wahrscheinlich Enter. Au, 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 au. Guck mal hier unten. Eben, wenn ihr wissen wollt, wie das geht, das findet ihr sofort via Google. Sims 4 Cheat. So, das haben wir jetzt einmal gemacht. Ich möchte das nicht mehr machen, aber es geht mir einfach zu lang. Wir spielen sonst hier nochmal 10.000 Folgen und sind hier bei unseren $100. Weil ich zugegebenermaßen auch zu wenig darauf achte, hier auf diese Anforderungen und was sie für Bestreben haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, interessiert mich einfach zu wenig. Mich interessiert irgendwie so diese Interaktion zwischen denen, weil sie lustig ist, und das Bauen halt. Und deswegen werden wir jetzt mal bauen. Warum habe ich es jetzt laufen gelassen? Ich weiß gar nicht. Wir sind ja hier oben bei weitem noch nicht fertig. Jetzt wird nicht gekleckert. Jetzt wird geklotzt. Also, was brauchen wir? Wir gehen in den Baumodus. Wir brauchen hier Wände, hatten wir. Habe ich nicht gerade Wände gemacht? Oder nee, wollte ich machen? Nee, haben wir. Wir haben Wände, die sind nur nicht oben. Jetzt sieht man sie. Gut, dann brauchen diese Wände eine Farbe. Pipette. Zack, einmal war das gleich außenrum. Jawohl, sehr schön. Fenster braucht das gute Stück. Einmal Fenster. Ah, jetzt fühle ich mich wohl. Jetzt kann man hier... das war zu weit unten. Das kann ja nicht auf dem Boden sein. Moment, wir nehmen dich nochmal. Ist das besser? Ich müsste mal die Wände nochmal weg haben. Das ist irgendwie auch zu weit unten. Das muss nochmal eins höher. Ha! Fast abgerutscht. Hier hin. Ich brauche die Wand wieder, sonst wird das nichts. Ja, jetzt ist es zu weit oben. Nein, das... kann ich damit... Ja, das wäre im Moment. Das müsste doch ungefähr etwa das sein, was wir wollten. Okay, jetzt möchte ich hier aber nicht ein Fenster. Ihr seht schon, jetzt wo wir Geld haben, jetzt wird er wieder pingelig. Mit E kann man es, glaube ich, kopieren. Klassischer Fensterflügel, genau. Irgendwie mittig. Geht nicht. Da müsste man mit dem noch ein bisschen rüber. Das geht auch nicht. Okay, kann man das nicht irgendwie in die Mitte machen? Ich weiß, jetzt werde ich wirklich pingelig. So, hier hin, okay. Hier unten. Wir haben Geld, was mache ich denn? Moment, das kommt weg. Das ist das Wohnzimmer. Jetzt machen wir das richtig. Jetzt geben wir auch Geld aus. Jetzt machen wir ein schönes Wohnzimmerfenster. Megafenster. Haben wir hier sonst noch was? Megafenster, doppelt von staatlich. Okay, übertreiben tun wir auch nicht. Ich möchte hier nicht die Riesenvilla draus machen. Ich möchte es nur halbwegs schön haben. Aber die passen doch zu einem Wohnzimmer. Passen diese Fenster, würde ich mal behaupten. Okay, hier vorne, da haben wir eins. Hinten haben wir auch eins. Jetzt fehlen oben noch welche. Das macht richtig Spaß. Ah, mittlere Fenster. Oh, hier gibt es noch eine weitere Auswahl. Okay.
hier oben. Das passt perfekt. Dann haben wir da ein helles Zimmer. Und jetzt hätte ich hier natürlich auch gerne noch Fenster. Da machen wir... Moment. Warum nimmt es das jetzt nicht? Erstmal abwählen. Ach so, weil ich das Kopieren aktiviert hatte. Was ist erforderlich? Größere Niveauhöhe. Haben wir die hier nicht? Was heißt das denn? Na, ist ja egal. Nehmen wir die kleinen... normalen. Hier so eins. Das würde doch eigentlich auch noch passen. Oder das hier. Okay. Und hier noch ein Querfenster. Genau. Irgendwie sowas. Vielleicht gibt es das noch ein bisschen in schöner. Ja, es ist dann zu... Es ist nicht... Es ist dann zu verschieden, das Ganze. Aber das passt doch. Okay, jetzt haben wir hier wahrscheinlich den hellsten Raum. Ohne Teppich, ohne nix. Aber das geht ja auch noch weiter. Hier gibt es noch einen zusätzlichen Raum. Den machen wir jetzt gleich mal. Dann gibt das zumindest sicherlich eine schöne Wohnung. So, mal gucken. Das darf eigentlich ruhig so sein. Dann hier lang. Da müssen wir dann wegen dem Dach noch mal gucken. Dann haben wir hier diesen Aufsatz. Okay, dann machen wir das wieder schön der Reihe nach. Erstmal die Pipette. Hier. Okay. Und die Fenster machen wir auch. Wenn ich das wieder mit der Pipette mache. Einmal hier. Einmal hier außen. Dann hier vorne machen wir keins. Hier geht es auf eine Veranda später. Und hier machen wir wieder eher ein flaches hin. Was haben wir denn hier? Wir nehmen mal das. Halt, das wollte ich eigentlich da lassen. So, ich wollte es kopieren. Ist fast zu groß. Wir brauchen was Flacheres. Das würde passen. Das passt auch. Sehr schön. Gut, dann brauchen wir natürlich eine Tür. Oder einen Durchgang. Boah, das ist, so Sachen könnte ich stundenlang machen. Ohne eine Pause. Charakterlose Haustür. Nein, wir wollen eigentlich eine Wohnungstür. Hier haben wir die größeren. Unbürokratische Bürotür. Da fehlt uns wieder das Niveau. Sehe ich das richtig? Steht irgendwie nirgends? Ich kann es auf alle Fälle nicht nehmen. Tatsächlich größere Niveauhöhe erforderlich. Was immer auch mir das sagen will. Das sind Außentüren. Boah, da gibt es ja schon ordentlich Sachen. Was passt denn hier hin? Irgendwie sowas ist halt eher alt. Boah, das ist mal eine Tür. Die hier, $500 fast. Okay, wir machen es uns hier oben gediegen. Wir haben ja das Geld. 47.000 haben wir noch. Gut, jetzt fehlt Teppich oder Boden. Und Tapete fehlt natürlich auch. Wir machen mal zuerst die Tapete. Wandmuster. Farbe, Tapete. Fliese. Nein, wir machen mal Tapete. Was machen wir denn hier oben? Wir gucken mal. Das sieht irgendwie noch crazy aus. Ja. Ne, das haben wir schon. Irgendwo im Schlafzimmer oder irgendwo. Das sieht doch gut aus. Das sieht halt auch irgendwie eher alt aus. Cool. Machen wir. Zack. Schönes Zimmer. Und hier machen wir es genau gleich. Passt auch zum Fenster. Jetzt ist die Frage, was gibt es hier für einen Boden? Also das wäre dann eher einfach wieder so ein Vorzimmer, würde ich sagen. Und hier hinten gucken wir, was wir da machen. Wichtig ist, dass wir den zweiten Stock haben. Wichtig ist nicht, was wir damit machen wollen. Sondern den wollen wir jetzt einfach mal haben. Vielleicht noch eine weitere. Also was es hier eben gibt, ist dann sicherlich eine Tür. Dann machen wir hier noch eine Art Veranda und bauen vielleicht hier hinten dann noch aus. Das lassen wir jetzt für den Moment mal noch offen. Eben, jetzt habe ich gesagt, der Boden fehlt noch. Wände und leere Zimmer. Hier haben wir den Boden. Boah, das wäre eigentlich genau, was ich wollte. Irgendwie so ein... Nein, Holz. Moment, Teppich, Holz. Hier haben wir Holz. Hier gibt's einen Holzboden rein. Und zwar, das darf ruhig der teurere sein. Zack. Und hier hinten gleich nochmal. Das macht nichts, wenn die beiden Zimmer sich ein bisschen ähneln. Gut, jetzt müssen wir aber nochmal runter, denn hier haben wir eigentlich auch noch keinen... Ja, doch, haben wir einen Teppich? Ich glaube, einen Teppich haben wir. Das müsste das hier sein oder das, keine Ahnung. Aber die Tapete fehlt noch. Das werden wir nachreichen. Hier Tapete, Fußballplatz mit Pickel. Das ist mir zu 70er Jahre.
oder sind wir da zu brav? Ich weiß auch nicht. Ich bin da. Das ist relativ schön. Okay, das ist gekauft. Ist gar nicht so teuer. Das hat jetzt 200 Simoleonen gekostet. Wir könnten hier natürlich, wenn wir schon dabei sind, Kinderzimmer lassen wir mal. Wobei die Jenny ist jetzt natürlich kein Kleinkind mehr. Die Jenny bräuchte mal noch ein richtiges Bett. Und die Jenny könnte hier eigentlich auf ihre Blümchen verzichten. Aber bei der Jenny, weil sie jung ist, müsste es dann vielleicht doch ein bisschen in dem Sinn flippig sein. Schwierig. Dass es hier keine größere Auswahl gibt. Wir gucken hier mal. Fliese. Was haben wir denn hier? Paneele. Mauerwerk. Nein, das ist zu kalt. Vor allem, das ist ja eigentlich draußen. Verkleidung. Verschiedenes. Da haben wir wieder das. Ja, das finde ich jetzt auch nicht so übel. Aber ist das nicht doch auch eher für draußen? Den ganzen Raum oder Außenwände? Das ist irgendwie schön. Das nehmen wir mal. Okay, das hat nicht mal was gekostet. Gut, und jetzt hier im Wohnzimmer hätte ich irgendwie gerne was wirklich Schönes. Ich möchte jetzt hier ein schönes Wohnzimmer haben. Farbe. Ja, ist auch schön, aber dann... Zugleich sollte es ja dann doch nicht sein. Das ist natürlich auch schön mit dem Holz unten. Okay, mal alles austesten. Auch edel, hier geht es noch massiv weiter. Ne, nicht massiv, aber ein bisschen. Auch schön, das haben wir jetzt aber glaube ich oben. Da kann man wirklich, da kann man sich ja Tage dran verweilen. Ist auch okay. Ne, ich würde dann aber doch eher... Nein. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo es war. Das hier nehmen. Okay, gefällt mir schon wesentlich besser wie vorher. Wir nehmen mal noch das Ding hier weg. Ja, okay. Hier, das lassen wir. Klo lassen wir auch. Oben brauchen wir natürlich auch nochmal Klo. Werden wir machen. Jetzt möchte ich aber hier... Aha, wir haben Heisi gerade gestört beim ins Wasser gehen. Ich möchte hier draußen noch ein paar Sachen haben. Geländefarbe? Nein, Brunnen. Ne, im Brunnen brauchen wir nicht. Wir haben einen Pool. Was kann man beim Pool noch machen, was wir uns nicht leisten konnten? Schildi. Okay, klasse. Ich muss rückfließen. Klebefolie. Was macht die? Die macht nicht viel. Aber so eine Lampe. So eine Lampe kann natürlich nicht schaden. Dann haben wir eine nächtliche Beleuchtung. Hier noch eine Bodenlampe. Und hier hinten nochmal eine. Okay. Wasser... Lassen wir. Das lassen wir auch. Das lassen wir auch. Jetzt müsste es doch aber draußen. Verschiedenes. Irgendwo war doch draußen. Müsste es doch draußen auch noch Sachen haben. Da, draußen. Skulpturen. Naja, okay. Gartenzwerge. Nein, das tun wir uns nicht an. Aber so einen ordentlichen Grill. Den braucht man eigentlich schon. Wo haben wir denn den Platz für den Grill? Hier oben könnte der Papa grillen. Wobei, dann guckt er hier aus dem Gelände raus. Das möchte der Papa nicht. Hier hat er doch genug Platz. Hier oben hat er mehr Platz. Dann machen wir den hier oben hin. Zack, 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 zack. Los, nochmal drehen, drehen, drehen. Dankeschön. Zack, gekauft. Und jetzt gibt es hier noch Tische für draußen. Ja, gibt's. Terrassentisch. Okay, für eine Terrasse. Wir haben keine Terrasse hier, wir haben einen Garten hier. Wobei, das ist eigentlich das Gleiche. Irgendwie was Größeres. Ein Esstisch, Terrassentisch, mein Garten. Oder deiner. Urbaner Beton-Picknicktisch. Nee, nee, das darf schon. Wenn wir schon geerbt haben. Vielleicht den hier. Ja, der ist eigentlich relativ schön. Dann kann man auch mal draußen essen. Gut, dafür bräuchten wir noch Stühle. Oder eine Bank. Hier hinten? Nein. Eher Stühle. Und einmal. Zweimal. Dreimal. Machen wir gleich mal viermal. Man hat ja auch mal ab und an Besuch. Gut, was gibt es draußen sonst noch? Briefkasten. Müllbehälter. Ja, warum nicht? Man kann draußen natürlich durchaus auch mal noch einen Müllbehälter brauchen. Wie sieht der aus, wenn wir ihn drehen? Eigentlich genau gleich von vorne, okay.
Jetzt passt er nur nicht mehr hin. Das ist ja gediegen. hier hinten. Ich möchte dich drehen. Zack, zack, zack. Geht immer nur, wenn man nirgends anstößt. Und das ist so eine Kunst für sich. So, einmal noch. Jawohl. Okay, da hinten hin in der Nähe vom Tisch. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Wanddeko. Eine Garderobe. Okay, eine Garderobe bräuchten wir aber eher drin. Und zwar würde die natürlich hier hinpassen. Moment, mal drehen. Okay, das ist eine Art Garderobe dort. Wir gucken mal eine Speisetafel. In der Küche. Man hat ja sonst nichts Dümmeres zu tun. So. Wertet wahrscheinlich auch den Raum noch ein bisschen auf. Kann von daher auch nicht schaden. So, was haben wir sonst noch für Schabernack? Lampen, Außenlampen. Okay. Da neige ich zu irgendwie sowas. Das passt relativ gut in den Garten, finde ich. Und weg war's. Okay, warum war es weg? Was habe ich angestellt? Habe ich es im Boden versenkt? Nochmal. Jetzt geht's. Nee, falsch geklickt wahrscheinlich. Hier hinten noch so ein Lämpelchen. Hier nicht. Hier stört es auch eher. Da hätten wir lieber was für die Wand. Zum Beispiel sowas. Lampe. Da hätte ich auch gleich nochmal eins nehmen können. Und dann hier beim Eingang noch sowas. Das passt zur Tür, finde ich. Geht leider nicht hin. Okay, gehst du hier hin? Aus irgendeinem Grund geht das nicht hin. Haben wir das Geld nicht? Doch, das Geld haben wir. Was steht da noch? Mega Wandbeleuchtung, einfach. Okay. Das ist doch eine Wand. Ist das nur für drin? Aha. Okay, dann kommst du hier hin. Über die Garderobe. Ich hätte aber gern irgendwie noch was, was hier noch hingeht. Geht das nicht? Hier geht's hin. Moment, dann geht das wahrscheinlich auch hier hin. Tatsächlich. Ah, okay, hier wird es auch funktionieren. Was haben wir hier noch? Wandbeleuchtung für draußen. Das... Ui! Nee, das ist Straße. Wir wollen keine Straße hier. Wir nehmen mal das hier. Dann haben wir es hier auch noch ein bisschen beleuchtet. Was ich natürlich auch gerade sehe, ist, dass hier eigentlich noch überall Wiese ist. Und der Zaun fehlt. Lasst uns mal den hier kopieren. Und dann mal gucken, ob wir den hier lang kriegen. Muss an einem Raum befestigt sein. Aha. Jetzt kriegen wir den Zaun wahrscheinlich wieder nicht am Briefkasten vorbei. Dann müssen wir den nochmal umplatzieren. Die Frage ist, wohin? Wenn ich dich hier nehme und drehe. Nochmal drehe, nochmal drehe, nochmal drehe, nochmal drehe, nochmal drehe dich. Nun dreh dich. So, dankeschön. Hierhin? Ja, dann kann man da nicht mehr durchlaufen. Hier draußen geht der natürlich hin. Wo ist hier vorne, wo ist hier hinten? Na, so ist er eigentlich perfekt. Da muss der Postbote nicht mal rein und nicht mal Angst haben vor dem Hund, den wir gar nicht haben. sonst machen wir das eben so. Jetzt, ich muss dich doch eigentlich bauen können. Ja, geht auch. Oder geht das hier noch weiter raus? Nein, da ist das Grundstück zu Ende. So, dann ziehen wir dich mal nach hier hinten. Bis dahin, wo wir können. Das wäre dann hier. Ziehen dich bis hier. Okay, und dann ziehen wir dich noch bis hier. Und schon haben wir die Rinderweide fertig. Nein, da gibt es jetzt natürlich ein Tor oder was. Und dann machen wir hier hinten einen Fußballplatz für den Sohn, den wir noch nicht haben. So, also eine Tür, eine Gartentür. Habt ihr das hier? Zäune ersetzen? Nö. Platzieren? Nö. Zäune durchziehen? Platzieren? Da ist doch ein Tor. Ein Eisenzaun. Nein, nein, nein. Das ist zu kalt. Wir wollen... Was wollen wir denn? Jetzt wird es wieder schwierig. Hecken. Hecken wollen wir. Damit man hier nicht reinsieht. Ihr seht schon. Wir werden so nie fertig. Kriege ich die Hecke nicht? Ich möchte die Hecke genau am Zaun haben. Das geht nicht. Ah, Moment. Return. Wählen. Return. Hier außen geht's nicht. Okay. Und die kriege ich nicht genau an den Zaun ran. Hier geht's. Okay, dann machen wir das so. Okay, und hier vorne natürlich auch noch. Ach, macht das Spaß. Ich liebe es.
So, und jetzt hier noch bis hier hin. Den Rest hier von den... Ach, den machen wir auch gleich noch. Jetzt haben wir wahrscheinlich den Zaun umsonst gebaut, aber okay. Hier hinten lassen wir mal noch. Hier machen wir auch zu. Und jetzt bräuchten wir immer noch das Tor. Samtzahl, nö. Kurviger Eisenzaun. Nee, das ist ein Zaun. Ich möchte eine Tür. Das sind ja gar keine Türen. Warum sagt mir das denn? Keiner. Steinharte Wand. Wo haben wir denn die Gartentüren? Hier. Tore. Ah, okay. Da wird ein Schuh draus. Was nehmen wir? Irgendwas, was ein bisschen... Ja, ich würde sagen, das ist so ein Western-Dingens. Das sieht schön aus. Zack. Okay, gekauft. Die Pflanze ist wahrscheinlich mittlerweile im Eimer, würde ich sagen. Sieht man das hier, wenn man draufklickt? Wir müssen mal schnell raus. Nein, Samen kaufen. Alles ernten. Nein. Oh, aber wisst ihr, was wir jetzt natürlich auch machen, wenn wir so zu Geld gekommen sind? Das ist ja wohl ganz klar. Irgendwie, Moment, im Haus. Service engagieren. Okay. Wir engagieren. Also, regelmäßige Haushaltshilfe. Ganz klar. Was können wir denn sonst noch? Jetzt können wir wenigstens mal gucken, was man hier noch alles machen kann. Das macht gleich Jesse. Ach, wir sind Jesse. Okay. Deswegen. Nochmal was? Gartenservice? Nee, das brauchen wir noch nicht. Kindersitter brauchen wir nicht mehr. Reparaturservice? Eigentlich können sie selber reparieren. Das würde ich mal lassen. Gut, schön wie die hier. Alle am Pool sitzen. Nett, und irgendwie, ja, der Garten ist halt auch ein bisschen schöner geworden, muss man schon sagen. Ich bin mal gespannt, wie das dann nachts aussieht hier. Mit den Lampen und so. Und ansonsten hier oben, eben das Zimmer fehlt natürlich noch. Da müssen wir jetzt noch eine Einrichtung kaufen. Nochmal in die Höhe. Da haben wir gesagt, das ist einfach sozusagen der Eingang, der Eingangsbereich. Und hier hinten müssen wir mal gucken, was gibt es denn hier noch Schönes? Esszimmer? Nö, Wohnzimmer. Puh, soll das ein Wohnzimmer? Was haben wir denn im Wohnzimmer alles? Hier ein riesen Fernseher. Vielleicht irgendwie so ein Zimmer für Heisi? Wo er irgendwie seinen Hobbys nachgehen kann. Eben, vielleicht nochmal ein riesen PC. Irgendwie sowas in die Richtung würde ich vorschlagen. Könnte man hier oben gut hinstellen. Was mir natürlich jetzt auch gerade auffällt. Wir haben hier kein Dach. Hier kriegt man ja relativ schnell ein Dach hin. Nicht mit Bewegen, sondern indem man hier Dächer. Nicht ein Flachdach. Ich würde mal so ganz ein einfaches machen. Okay, und das jetzt entsprechend verschieben. Geht das? Ja, das geht. Hier noch rauf. Und nachher hinten, damit es auch von außen nach was aussieht. Jetzt haben wir hier aber noch weiße Farbe. Das wollen wir... Huch! Das wollen wir ändern. Falsch. Wenn man die Pipette benutzt, sollte man schon das Richtige anklicken. Sonst hat man nachher die falsche Farbe. Ah, okay, das hat geklappt. Dann fehlt hier noch ein Fenster, aber wie gesagt, hier fehlt natürlich auch noch die Tür. Wir wollen ja rausgehen. Auf die Terrasse. Ja, jetzt hat sich das Haus aber soweit schon ein bisschen gemausert, würde ich sagen. Langsam würde ich glatt gerne einziehen. Muss ich neidlos anerkennen, dass das... Besuch. Ja, ja, jetzt wo wir ein neues Haus haben, jetzt kommen sie. Ja, nö. Nö, nö, nö. Heute nicht. Heute ist Familientag bei den Heisenbergs. Die sitzen so schön zusammen. Da wollen wir sie nicht stören, hier in ihrer trauten Dreisamkeit. Mama holt noch ein Glas Wasser. Passt. Und die haben noch gar nicht mitgekriegt, dass sie jetzt so ein schönes Haus haben. Ich muss los, den hat gar keiner wahrgenommen. Das finde ich immer gut, wenn Leute, die gar nicht auffallen, dann sagen, jetzt muss ich los. Ist zwar gemein, aber ist irgendwie so. Gut, wir haben ein neues Haus, wir haben Geld. Und da hinten hat wieder einen ganzen komischen Gang. Das ist doch nicht gesund. Kann ich die, wenn ich... Ja gut, nee, ich müsste halt einladen. Sieht aber soweit interessant aus. Scheint irgendwie so eine Art Hippie-Braut zu sein. Was macht sie? Die geht in den Park. Ach, hier haben wir noch einen Park. Hier könnten wir ja auch hin zu Fuß. Da müsste man ja nicht mal reisen. Ja, aber will man das? Was wollen wir denn hier? An den Fluss könnten wir auch, aber hier ist es ja... Ja, Fischen. Fischen ist nicht meins. Oh, und wenn ich dieses Haus sehe, dann gefällt mir unseres schon wieder nicht mehr so gut. Aber für einen ersten Versuch, okay. Und es ist definitiv
besser. Wie früher, würde ich sagen. Gut, liebe Leute, mit einem schwimmenden Heisi sagen wir Tschüss. Bis zur nächsten Folge und dann gucken wir mal, was wir da aus dem Heisi-Zimmer, ich kriege nicht zu fassen, was wir da aus dem Heisi-Zimmer genau machen. Gut, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Das hat Spaß gemacht. Tschüss.